Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute habe ich für euch die erste UV-Liste. Dann schauen wir uns allgemein den Markt an und wir reden so ein bisschen über die Zukunft. Lasst jetzt schon mal ein Abo und ein Like da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, weil bald kommt auf euch ganz, ganz viel zu. Vor allem die besonderen Spieler haben jetzt einen Namen bekommen. Die Livestreams werden noch kranker und der Kanal wird jetzt auf die nächste Ebene bald gesetzt. Ich freue mich sehr. Bald kommt doch ein Video dazu, was allgemein alles kommt. Aber lasst uns vielleicht wieder die 60 Likes innerhalb der ersten Stunde schaffen. Geht ein ganz großer Kuss für euch raus. Und natürlich in der Videobeschreibung, in den Kommentaren gerne kommentieren. Würde mich sehr, sehr freuen. Und jetzt gehen wir einfach mal rüber und gucken uns mal an, was für ein Content wir bekommen haben. Erstmal, ich habe die ersten Spieler ausgecashed. Ich habe sie ausgecashed. Ihr seht, ich habe 2-3k pro Karte gemacht. Ich hatte jetzt nur noch die, weil ich die ganzen Spiele davor schon ausgecashed habe und so weiter und so fort. Dann habe ich ein neues Team mal wieder. Und wie gesagt, bald wird dazu zu solchen Spielern und so weiter ein, ihr seht es, 8 Spiele, 13 Tore, 5 Torvorlagen, geisteskrank. Hugo ist back, die Kanallegende. Wird es bald bestimmte Videos dazu geben, was ich mich sehr, sehr freue. Und die Livestreams, das möchte ich jetzt mal ganz kurz sagen, die Livestreams werden jetzt wirklich ab spätestens nächste Woche, ich versuche es schon ab dieser Woche zu machen, ein nächstes Level zu erreichen. Wirklich, das, ich freue mich sehr. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal an, was alles rauskam. Und zwar haben wir einen Kevin Prince Boateng bekommen mit 78 Pace, 87 Schießen, 84 Passen, 87 Dribbling, 73 Defensive und 83 Physis mit 4-4. Also Spezialbewegung 4, schwacher Fuß 4. Sehr, sehr starke Karte, finde ich. Ich gucke mal kurz live nach, was die kostet. Also wenn sie unter 60-70k ist, ist ja eigentlich sehr, 43k ist ja eigentlich sehr, sehr gut spielbar, außer Beweglichkeit. Beweglichkeit kickt halt komplett rein, finde ich. Und das Tempo. Er ist ein sehr, sehr guter Allrounder. Ich würde ihn als Sechser oder einen defensiven Achter spielen. Er hat wirklich alles 85 Stärke. Er ist ein kompletter Allrounder. Er kann schießen. Er hat 94 Schusskraft, 87 Weitschüsse. Ihr habt mit diesem alles. Was ihr abgeben müsst, ist einfach nur ein Topform. Und einmal Bundesliga, ein 84er-Team und ein Team of the Week in einem 82er-Team. Also geht komplett klar. Ich überlege mir sehr, ob ich ihn machen soll, wenn ihr ihn macht oder ja, ob ich ihn machen soll und für euch testen soll, schreibt es mir rein. Dann haben wir eigentlich nichts mehr bekommen, außer die Champions League Top-Partien. Champions League Top-Partien habe ich jetzt schon abgeschlossen. Das waren nicht die Champions League Top-Partien. Die Champions League Top-Partien waren hier. Die habe ich jetzt schon abgeschlossen. Ja, ich habe jetzt nichts Gutes gezogen. Die Ajax und Dortmund-Spiele sind natürlich einen Tick nach oben gegangen. Wie gesagt, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr diese Packs ab jetzt auch sehen wollt. Was könnt ihr aber zurzeit machen? Ihr könnt auf jeden Fall, wir gehen jetzt mal auf Footbin, ihr könnt auf jeden Fall immer noch in die ganzen 86 Plus Spieler investieren. Wir gehen hier mal bei Chips bei Rating. Gerade ein Toni Kroos und so weiter sind gerade Instinkt, meine Freunde. Ihr könnt in die 86 Plus, ihr seht wirklich diesen geisteskrank hochgegangen. Ich habe sogar noch einen Tick zu früh ausgecashed. Ich hatte den Vardy deutlich zu früh verkauft, merke ich jetzt gerade. Boah, echt unglaublich. Aber ihr könnt immer noch in diese investieren, weil ich sehe gerade in 88er Kroos, wo ist er? Ein 88er Kroos oder 87, ich weiß es schon gar nicht mehr gerade. Wir gehen jetzt mal einfach kurz suchen. Groß. Wir gehen jetzt hier mal drauf. Toni Groß. Sehe ich auf jeden Fall Richtung 30 bis 40k. Der hat nur eine Preisbilanz bis 24k, deshalb holt ihn euch noch. Packt 1-2 ein. Packt allgemein die High-Meter-Karten bis 89 noch ein. Warum? Ihr könnt alle 1 bis 2 mitnehmen. Ihr macht nichts falsch. Sobald die Base-Icon kommt, ich glaube nächste Woche Dienstag bis Donnerstag könnte sie kommen schon, wird der Markt nochmal explodieren. Spätestens, also da wird er nochmal, denke ich, auf 30k hochgehen und sobald die wiederholbare Icon SPC rauskommt, sehe ich da ein 40er bis 50er dastehen. Sprich, ihr könnt eure Coins jetzt noch verdoppeln. Jetzt noch verdoppeln. Dann gehen wir jetzt einfach noch einmal rüber und schauen mal hier nochmal bei
Geil, Spieler und wir gehen hier mal auf Players. Jetzt gebe ich euch ein paar Spieler, die ihr gut snipen könnt, auch für eine UV-Liste so ein bisschen. Und dann habe ich euch noch eine andere UV-Liste. Und zwar geht ihr hier auf Version, dann All Gold. Ich würde euch empfehlen, hier warte, die Gold Rare Spieler. Dann gebt ihr hier einen Preis hin bis maximal 10.000 Münzen für wirklich Leute, die jetzt nicht so viele Coins ausgeben wollen, habe ich jetzt hier was. Und dann geht ihr alle Spieler durch, am besten die Verteidiger, das habe ich, am besten die Verteidiger wie ein Thiago Silva, Carvajal, Jorginho, dann Marco Reus, also die schaut ihr mit Shadow, was die mit Shadow kosten, guckt einfach nach, was diese mit Shadow kosten. Und wenn da ein Preisunterschied von mindestens, je nach Karte, wenn der jetzt für 8 weggeht, mit Shadow, versucht ihn für 7 zu snipen, allerhöchstens, und oder zu bieten und verkauft ihn für 8,4, 8,5 UV. Ihr könnt ihn natürlich auch direkt für 8, dann habt ihr auch direkten Gewinn. Das gleiche könnt ihr mit Offensivspielern machen, wie Marco Reus. Da geht ihr einfach hin, guckt, ob was er mit Hunter kostet, weil der wird wahrscheinlich ziemlich oft mit Hunter reingestellt werden, und versucht ihn mal für 7, wenn er mindestens für 8 bis 9 weggeht. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ihr müsst einfach nur die Preise anpassen, mehr müsst ihr nicht machen. Und das könnt ihr eigentlich mit allem machen, selbst mit diesen wirklich ganz billigen Spieler hier. Guckt einfach, was diese hier kosten. Mit Shadow zum Beispiel. Was ist das jetzt für einer? Ich gehe jetzt einfach mal drauf. Okay, guckt, was der. Okay, da hat es ein bisschen zu viel Pace für Hunter. Aber ich glaube, ihr versteht das Grundprinzip. Ihr sucht euch hier, der zum Beispiel. Guckt nach, was kostet dieser gut aussehende Herr Medina mit Shadow, weil es ein Innenverteidiger, sprich Defensivspieler ist. Und wenn er für 1500 weggeht, versucht ihn für 700 bis 750 allerhöchstens 1000 zu snipen und macht damit Coins. So macht ihr gerade sehr, sehr viele Coins. Natürlich könnt ihr immer noch die MS zu ZOM Methode machen. Die klappt natürlich immer gut. Da würde ich euch empfehlen, jetzt am Abend, ihr seht das Video am Mittwoch, dann versucht vielleicht auch um 19 Uhr ein bisschen nach dem, also sobald das neue Team of the Week, und wenn es eigenermaßen gut ist, könnt ihr sie vielleicht auch gut und günstiger snipen. Versucht ihr euch aber für, ich schau mal, was der Verkauf, 1200 ist der Verkauf, versucht ihr euch für 1000 zu ersnipen oder zu erbieten. Das könnt ihr auch machen. Ihr wisst ja, wie man das macht. Das zeige ich euch jetzt. Ich gehe mal auf 850, gehe dann auf die bisschen weiter nach hinten, dass ich nicht so einen Stress habe. Und biete jetzt hier auf alle, oder ich gehe gleich hin und biete gleich ein bisschen mehr, damit ich ein bisschen meine Ruhe habe. Da bekommt ihr wirklich viel. Das machen wir viel, viel im Livestream und machen wirklich Coins. Ich kriege da wirklich im Minutentakt Sachen reingeschrieben. Ey, ich habe einen für 200 bekommen. Ey, ich habe jetzt gerade innerhalb der Methode so und so viel Coins gemacht. Es gibt auch Leute, die haben Björn zum Beispiel, glaube ich, über 1 Million schon wieder damit gemacht mit dieser Methode. Und das, was ich jetzt immer gerne mache, ich tue den Anfangspreis einfach sehr, sehr gerne anpassen. Ja, ich gehe hier sehr, sehr schnell von den Minuten hoch, aber ich zocke dann einfach eine Runde. So kann ich jetzt die ganze Zeit die einfach so anbieten und habe keinen Stress, was jetzt passiert. Ich glaube, es ist verständlich, was ich meine. Ich bitte jetzt auch einfach auf alle. Hier, die werden jetzt zum Beispiel direkt überboten. Bis zu 1000 könnt ihr ja mitgehen. Ist ja kein Problem. Das würde ich jetzt einfach machen. So könnt ihr viele bieten, vor allem in der Nacht oder bei einem Supply so um 19 Uhr, 19:10 Uhr rum. Jetzt bezüglich der UV-Liste. Ich habe von einem guten Zuschauer, der gute Max, hat mir eine UV-Liste zusammengestellt. Ihr wisst ja, dass ich mich da immer noch gerade reinlesen. Diese UV-Liste werde ich jetzt auf meinem Discord posten. Bevor jetzt Leute denken, der kostet aber, nein, der Discord ist kostenlos, meine Freunde. Und in der Videobeschreibung habt ihr den Link zum kostenlosen Discord. Er ist komplett kostenlos. Komplett. Nur die Mitglieder für 99 Cent kosten, aber jeder kann in den Discord. Und dann findet ihr hier das, wie ihr seht. Und dann hier unter überteuert verkaufen bekommt ihr eine Liste jetzt oder ist eine Liste reingekommen, um einen Tag vorher jetzt. Ich nehme das Video jetzt am 2.11.2021 auf und ihr bekommt das Video am 3.11. Sprich, wärt ihr jetzt schon im Discord, hättet ihr das jetzt schon gesehen. Da seht ihr jetzt gleich die Liste. Ich werde es jetzt gleich reinposten. Vielen Dank an Max natürlich und lasst jetzt nochmal ein Abo und ein Like dabei. Die nächsten Wochen werden sehr, sehr wichtig für diesen Kanal.
Ich bin sehr, sehr gehypt und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Der nächste Stream wird höchstwahrscheinlich am Donnerstag kommen. Haut's rein, danke und.